Herzlich willkommen bei Nicht verzeihen Peter Fragen. Heute wieder ein kleiner Überblick, auch gerade eben für die, die neu sind, von interessanten Studiengängen in der Nachbarschaft. Und zwar hier in Den Haag, The Hague genannt international, wird sehr viel Englisch gesprochen dort. Wieso? Weil es 400 internationale Organisationen gibt. Drittgrößte Stadt der Niederlande, Regierungssitz und gleichzeitig UNO-Sitz für Gerechtigkeit, Strafgerichtshof sind da, verschiedene für Menschenrechte und der Internationale Strafgerichtshof, daraus kennt man Den Haag aus der Presse. Und die bieten dort einen Studiengang European Studies an. Ich finde den heutzutage, wenn man sich das anschaut, ganz besonders wichtig, ein dreijähriges Programm auf Englisch. Wenn ihr in unseren YouTube-Kanal reingeht, dann könnt ihr genau sehen, die Studenten, die darüber berichten, wie das aussieht. Es gibt da verschiedene Erfahrungsberichte. Was wichtig, European Studies, ihr müsst die Grundlagen natürlich der Europäischen Gemeinschaft kennen, wie der gehandelt wird, wie der eingekauft wird und dass dort Fachleute gebraucht wird, könnt ihr im Moment sehen. Flint-Nuschi hat mal wieder ihren Beraterstab mitgenommen und hat es nicht geschafft, rechtzeitig genügend Impfstoff zu bestellen. Wenn die braucht an sich Fachleute, die das studiert haben und die dann eine gute, gründliche Arbeit machen. Also European Studies an der The Hague University of Applied Sciences.